10. Wir sind immer noch bei den Germanen. Ja, wir haben da schon viel besprochen. Kurz wollen wir noch den Vorwurf der Zwangsmissionierungen beleuchten. Das kann man auch nachweisen, dass es so nicht richtig ist. Die ersten Missionare, das sind meistens einfache, begeisterte Menschen oder auch Mönche gewesen, die dann unter Einsatz ihres Lebens zu den Kelten und zu den Germanen gegangen sind und denen von Jesus Christus erzählt haben, also vom neuen Glauben. Ja? Und die Vergeistigteren unter den Germanen haben da erkannt, das muss Odin, der am Weltenbaum hängt, sein, verwundet von Gungnirs Speer. Jesus ist von der Lanze des Longinus in der Seite verwundet worden. Da haben viele eine Übereinstimmung gesehen. Und die Nornen, die weißen Frauen der Nordvölker, die die Runen gelegt haben, die haben ja auch gesagt, irgendwann wird Odin am Weltenbaume hängen. Ja? Verwundet von Gungnirs Speer. 3 Tage und 3 Nächte. Wie wir wissen, ist Jesus in 3 Tagen wieder auferstanden. Die haben also gewusst, dass der große Schöpfer irgendwann mal Mensch werden wird. Ja? Noch innerhalb dieser negativen Degeneration, die sich ja durch den Götterkult abgespielt hat, haben die das durchgesehen. Ja? Weil es ja auch zu dieser Zeit immer wieder große vergeistigte Menschen gegeben hat unter den Nordvölkern. Ja? Das ist sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, die ersten Missionare, das sind einfache Menschen gewesen, die da auch einzeln oft dahin gegangen sind. Ja, zum Beispiel die Brutzen missioniert haben. Das einer hat die Brutzen missioniert und er hat dann auch Menschen gefunden, die haben ihm geglaubt, aber wurde letztlich dann auch getötet. Also viele sind Ich von wollte denen gerade getötet sagen, worden. Ja. diejenigen, die umgebracht worden sind, sind doch oftmals die Missionare gewesen. Ja, und das waren dann Märtyrer, das waren so mit die ersten Märtyrer der neu entstandenen Kirche. Man verwechselt das immer mit den Spaniern im Aztekenreich, wo dann quasi alles niedergemetzelt wurde, was sich nicht diesem christlichen Glauben hingegeben hat, wo Zwangstaufen vonstatten gingen und so, Das muss man auch ne? relativieren, weil die wollten, das war wiederum die viele Adlige, die der Elite angehörten. Wie wir wissen, gab es in Spanien oder gibt es in Spanien auch eine okkulte Elite. Es gab ja, gibt ja diesen Bock von Mendes, ja, wo nichts anderen als diesen Baphomet darstellt, wo sich eine spanische Okkultistenschule sehr groß darin hervorgetan hat, die baphometische, okkulte Logenreligion zu unterrichten. Ja, und die haben dann auch diese Symbole da, diese schwarze Rose und Mantel und Dolch. Ja, das sind auch so okkulte Freimaurersymbole, das haben die in Spanien auch gehabt. Da gab es sogar manche, die Rose und Dolch als Wappen hatten, auf ihren Trachten, ja, schon im 15. 16. Jahrhundert, gerade zu dieser Zeit, als die Spanier sehr dominant waren und Großreich hatten. Sieht man ja wieder, die Elite schließt sich der Kreis, ne? Das waren jene, die gegiert haben nach dem Gold und Silber der Azteken, ne? Die das unbedingt haben wollten. Der normale Spanier, auch so ein paar Briganten oder so ein paar Und da muss man Abenteurer. aber vielleicht auch sehen, dass die Indios eigentlich auch verdient haben, was da mit ihnen passiert ist, oder? Ich meine, was sie da getrieben haben Das mit hat sich ihrem hart ausgedrückt, blutrünstigen Kult. der Elite von denen auf alle Fälle. Ne? Also die sind selber schuld, ne? Weil wie gesagt, ein Volk kann nicht erobert werden, wenn es nicht zuvor in sich uneins geworden ist. Und die haben ja angefangen, man sieht es bei diesem großartigen Film Apokalypto von Mel Gibson, wie diese Elite dort, die diesen Kukulkan Khan verehrt haben, die gefiederte Drachenschlange. Dreimal darfst du raten, wer das ist. Das ist wieder der Baal, das ist wieder der Weltgeist, der Blutrünstige, der Blutopfer fordert. Was haben sie gemacht? Haben ihm Pyramiden gebaut. Da kommt ja auch diese Verbindung wieder zu den Unterirdischen. Man sieht ja da diese Fresken, diese unterirdischen Wesen, das ist, die dann nach oben kommen. Überall das Ja, Gleiche, das überall das immer Gleiche. wiederholt sich das. Okay. Kommen wir wieder zurück zum Germanen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, du weißt ja, dass die, ganz kurz noch, die Azteken den Opfern die Herzen bei lebendigem Leib herausgeschnitten haben und haben sie in die Sonne gehalten. Es war ein verderbter Sonnenkult. Ja. Die wurden dann dem Kukulkan, auch einem falschen Sonnengott, geweiht. Ne? Und das wurde von den Spaniern beendet.
Und ich denke auch, ich denke auch, dass Gott es zugelassen hat, dass die Spanier dann da gekommen sind, weil ja die, die haben ja Hunderttausende geopfert. Die haben ja immer diese einfachen Indianer, die damit gar nichts am Hut hatten, aus den umliegenden Gegenden haben zusammengetrieben und haben die da in ihre Städte gebracht und haben dann den Scheiß mit denen gemacht. Ja. Ne? Und das war auch eine verkommene Elite, ganz einfach. Ja. Natürlich ein zweischneidiges Schwert, die Spanier sind da rein und die verkommene Elite von denen hat dann die verkommene Elite von denen ausgemerzt und hat die dann auch ausgeraubt. Und dadurch hat Spanien dann, ist Spanien zu einer Weltmacht emporgestiegen, weil die natürlich das Gold und Silber von denen hatten. Okay, die einfachen Missionare, die mitgekommen sind von den Spaniern, haben ja mit Entsetzen oft die Abschlachtung der Indios verfolgt und haben sich an den König gewendet, das doch bitte zu unterstellen, dass die da wie Dreck behandelt werden und dass die ausgebeutet werden, versklavt werden, umgebracht werden. Das kann man heute nachlesen alles. Das ist alles in den Nationalbibliotheken von Spanien ist das aufbewahrt. Die Schriften der Missionare, die sich gegen den Genozid an den Indianern gewendet haben, die den König bekniet haben, er soll etwas dagegen unternehmen. Das wurde dann auch gemacht. Ja. Als der erste Goldrausch sich gelegt hatte, wurde das ja dann auch gemacht. Ja. Die hatten dann auch irgendwann mal Rechte und irgendwann ist es zu dem Volk zusammengewachsen. Ne. Aber wie gesagt, diese Elite hat das quasi heraufbeschworen, das Strafgericht durch die Spanier. Okay? So, bei uns, die ersten Barfüßler, wie gesagt, haben oft ihr Leben gelassen. Ja. Wer sehr erfolgreich war, war der heilige St. Patrick, oder Patrick, der von den Iren sehr verehrt wird, der die Kelten missioniert hat. Da gibt es ja auch einen Zweiteiler, St. Patrick. Der hat sich ja richtige Duelle mit den Magiern dort geliefert, ja, die also schwarze Magie gegen ihn eingesetzt haben. Und er hat immer den Schutz von Gott gehabt. Hat er auch so einen Moses-Stab, den er auch einsetzen konnte, ähnlich wie der Moses. Das ist ein ganz großartiger Film. Den die Kelten heute noch sehr verehren, ja, weil der ihnen die Wahrheit gebracht hat und weil das ein ganz frommer, stiller, liebenswürdiger Mensch gewesen ist, der auch Heilungen vollzogen hat, der auch Heilungen gebracht hat und der einfach diesen Kriegskult abgeschafft hat und diese Opfereien, die es auch bei denen gegeben hat. Die haben ja diesen Wicker Man gehabt, diese große Strohpuppe, wo sie in Binsenkörben dann die Opfereien gesteckt haben und dann angezündet haben. Ja. Naja, haben die auch gemacht. Was sagst du so einem Bogus von Buchoni? Ja? Ach, was soll ich dazu sagen? Ne? Miraculix fällt mir da ein. Ja, ich denke, das ist jemand, der einfach zu Recht von diesem System die Schnauze voll hat, der sich irgendwo auch wieder zu den Wurzeln zurücksehnt, zurück zur Natur und dann aber meint, das ist Christentum. Für die Dinge, die daran schuld ist. Und das ist natürlich, das denken aber viele, und das ist reiner Quatsch. Ja? Das hat damit nichts zu tun. Ja? Wenn zwei sich schlagen, freut sich der Dritte. So sieht's aus. Und das wird wieder auf Betreiben eines Hintermannes, den man nicht sieht, gemacht. Ne? Weil er, wie gesagt, das Lorbeerwerk auch von der Anderswelt redet. Ja? Und dass man sogar mit den Blumen vorsichtig sein soll, weil da könnten diese Wesen nämlich drin sein. Ja? Und wenn man eine Blume oder ein Sträußlein pflückt, dann bringen diese Wesen gern das Opfer, wenn man das seiner Frau schenkt, aus Liebe. Ja, wenn man es aber einfach unachtsam aus Zerstörungswut abreißt, ist das eine Sünde schon wieder die Natur. Na? Schöne Gedanken. Ja, daran kann man auch ablesen, was das wahre Christentum mit der Industrialisierung zu tun hat, nämlich gar nichts. So, und das beleuchten wir und machen es kaputt. Es muss zerstört werden, damit die Menschen frei werden und sich vertragen. Endlich wir wollen wieder. Uns versöhnen, wir wollen uns aussöhnen. Darum geht es nämlich. Und ich habe halt das Bild bekommen, viele Frauen haben auch den neuen Glauben angenommen, weil der einfach barmherzig war. Weil sie auch gesehen haben, Mensch, da werden alle im Himmelreich oder im positiven, schönen Jenseits wieder zusammengeführt. Und es ist doch einfach so großartig, dass Jesus uns wieder zusammenführt. Dass Menschen, die wir lieben, wenn die sterben, dass wir die wiedersehen, in jedem Fall wiedersehen und dass sie nicht verloren gehen. Und da frage ich die Menschen, habt ihr noch nie geliebt? Ja? Ihr habt doch bestimmt Menschen, die ihr sehr liebt und viele Menschen auch verloren. Ich habe viele verloren, die ich sehr geliebt habe. Und ich freue mich so sehr, dass der Herr Jesus diese Menschen nicht hat verloren gehen lassen, sondern dass die jetzt bei ihm sind, dass die in einer schönen, in einer besseren Welt sind. Ja, und dass wir uns irgendwann mal wiedersehen. Ich finde das großartig.
Man braucht auch keine Angst vor dem Tod haben. Der Tod ist nur der Übergang in eine andere Welt. Und ich fand das sehr erstaunlich, was du eben sagtest, das wusste ich noch gar nicht, dass im ursprünglichen germanischen Glauben das auch vorhersteht, ja. Dass man, also ja. Eins zu eins, ja. Bevor es verändert wurde. Genau. Und da habe ich auch von Gott dieses Bild gekriegt, dass viele Frauen diese Kriegsgott-Statue Odin Wotan in seiner schlechten Interpretation als Kriegsgott, die haben die wirklich umgestürzt, weil die wollten nicht mehr diese Witwenverbrennung. Und die wollten auch nicht ihre Männer ständig in Kriegszügen aufgerieben sehen. Und die haben den christlichen Glauben willkommen geheißen, weil der einfach friedlich ist, seinem Ursprung. Ja, da ist es ein friedlicher Glaube. Und wir Germanen, Kelten, Slawen sind im Herzen sehr auskömmliche, friedliche Menschen, wenn man uns in Ruhe lässt, wenn man uns nicht aufhetzt. Richtig. Und wir kämpfen nur, wenn unsere Clans, wenn unsere Familien, unsere Liebsten in Gefahr sind. Ja. Nur dann. Und ansonsten vertragen wir uns. Mhm. Und wir sind umgängliche Menschen. Mhm. Es ist einfach so, wenn man uns nicht aufhetzt. Mhm. Aber es gibt bestimmte Elemente, die hetzen uns immer auf und hetzen uns gegenseitig gegeneinander. Mhm. Und das muss beleuchtet werden, wer das ist, was die sind, für was die stehen und warum die das machen. Und so kann man das nämlich irgendwann mal auch beenden. Um nochmal auf Zwangsmissionierungen zurückzukommen, Karl der Große und die Irminsul. Mhm. Ja, da muss man sagen, hätten die Sachsen sich mit dem Karl dem Großen nicht angelegt, würde die heute noch stehen. Falls die jemand vermisst. Ja, also, wie gesagt, ist ja auch Quatsch gewesen im Grunde, die Irminsul. Wurde gesagt, dass, die haben wirklich dran geglaubt, dass es die Yggdrasil ist, dass das der Weltenbaum ist. Mhm. Das war er ja nicht. Mhm. Ja, okay. Aber wie gesagt, da würde heute noch stehen, wenn die Sachsen sich nicht mit dem Karl dem Großen angelegt hätten. Ja, ja. Erzählt die Geschichte, was war da? Oder warte mal, es kann auch sein, dass jemand anderes die gefällt hat. Es kann auch der Bonifaz gewesen sein. Ja. Okay, vielleicht habe ich da was durcheinander gebracht, sorry. Mhm. Gut, auch einfach nochmal Thema Zwangsmissionierungen und Karl der Große. Ja. Okay, wie gesagt, Karl der Große ist ein absolut edler Urahn von uns. Mhm. Ein christlicher Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation. Mhm. Ein ganz großer Mann, der sein Volk geeint hat. Vater Europas wird er genannt. Er hat die ersten Universitäten mitgeschaffen, Krankenhäuser, Bildung auch für das arme Volk. Ja. Und hat auch das Hungern abgestellt. Ja? Er hat dafür gesorgt, dass jeder genug hatte. Mhm. Ein barmherziger Mensch und auch ein großer Krieger, Frankenkaiser. Mhm. Ne? Mit dem legt man sich besser nicht an, weil der hatte eine sehr starke Armee und war auch ein selber ein fähiger Krieger. Mhm. Warum lege ich mich mit dem an? Ja? Mhm. Die Sachsen haben sich mit dem angelegt. Ja? Ja. Und die haben die Grenze überschritten, haben angefangen im Frankenland Klöster zu plündern, zu vergewaltigen, zu morden, zu brandschatzen. Mhm. Dann ist der Karl der Große mit seiner Armee ausgezogen und hat die vernichtend geschlagen. Mhm. Dass dann auch Gräuel verübt wurden, es wurden sehr viele Adlige von denen enthauptet und so, von den fränkischen Kriegern. Mhm. Ist natürlich schrecklich, aber das bringt der Krieg mit sich. Dann wurde auch ein heiliger Baum von denen gefällt. Mhm. Ja, vielleicht gab es die Irminsul mehrere Mal, ich weiß es nicht genau, kann man aber nachgucken. Ja. Karl der Große war daran beteiligt und der Widukind, der Sachsenhäuptling, hat sich dann taufen lassen. Ja. Mhm. Der war auch vom Karl dem Großen, von seinem Feind, dann irgendwann mal auch fasziniert, weil das wirklich ein großer Mann war. Mhm. Ja, und der hat sich mit dem dann auch auseinandergesetzt und hat sich dann taufen lassen. Aber viele Sachsen wurden halt auch zwangsgetauft. Mhm. Der Karl der Große hatte die Schnauze von Überfällen, hat gesagt, so ins Wasser oder Kopf ab. Ja. Wie gesagt, muss man sich ja auch die Frage stellen, warum haben die Sachsen sich mit dem angelegt, wenn sie eigentlich genau gewusst haben, den können sie nicht schlagen. Ja, ja, okay. Ja. Nur dazu ein Licht drauf werfen, das ist nicht so einfach, wenn man dann sagt, der Karl der Große hat alle zwangsmissioniert. Nein, das hat so nicht stattgefunden. Das ist geschichtlich einfach nicht richtig. Mhm. Okay. Damit haben wir das. Ja, ein ganz großes zentrales Ereignis ist wirklich dieses Phänomen und auch dieser Ausspruch, Odin, der am Weltenbaum hängt. Das ist sehr faszinierend. Ja, das habe ich eben schon so. Ich wollte noch kurz Bezug auf die Edda nehmen. Ja, in der Edda gibt es ja Ragnarök. Ja. Das heißt, dieser Endkampf. Mhm, richtig. Wo auch diese ganzen Welten, wo die Asen und Asgard und so und die ganzen Götter, wo die alle untergehen. Mhm, ja? Und wo auch dann dieser Surtur entfesselt wird, dieser Weltenbrand stattfinden wird.
Und wo auch der Loki seine Finger mit im Spiel hat, dann der Fenriswolf entfesselt wird, der zuvor gebändigt wurde, angekettet wurde von den Asen, der wird dann entfesselt, der Fenriswolf. Und das ist sehr faszinierend, weil das hat wirklich, da ist was Wahres dran. Mhm. Ja. Mhm. Und der Odin geht auch unter, zusammen mit den Walküren, mit den Asen, mit den Göttern. Mhm. Ja, die gehen alle unter. Ja. Ja. Und interessant ist, ja, dass die Erde eine Reinigung erfährt. Mhm. Ja, und dass dann jemand, den man gar nicht mehr auf der Rechnung hatte, als einziger zurückkommt von diesen ganzen Göttern. Ja. Mhm. Und das ist der Gott der Liebe. Baldur. Okay. Er wurde von Loki auf Betreiben Lokis getötet und in die Unterwelt verbannt. Ja. Ja. Und den hatte niemand mehr auf der Rechnung. Ja. Die Liebe. Ja. Ja. So, und der kommt auf der Regenbogenbrücke Bifrost zurück, ja, also im Licht, ja, und betritt eine gereinigte Erde und hebt Odins verstreute Runen wieder auf. Ja. Es ist ein interessantes Bild, ja, dass die Liebe quasi bleiben wird. Als einziges. Das erinnert mich auch an eine andere Geschichte. Ja, ja. Und die Runen sind auch die Menschen. Die Menschen sind diese geheimnisvollen Zeichen. Jeder ist ein Geheimnis für sich. König Ludwig hat gesagt, ein ewig Geheimnis möchte ich sein. Ja. Und es ist sehr spannend. Also alles geht unter, nur die Liebe bleibt. Mhm. Und die alten Germanen haben ja, ehrlich wie sie gewesen sind, selbst in diesem Kult, in diesem Kriegerkult waren viel, sehr viele ehrlich. Ne? Mhm. Man kann ja auch nichts dafür, wenn man da reingeboren wird. Ne? Manch einer hat trotzdem da drin nach der Wahrheit gesucht, hat immer wieder den großen Geist erreichen können. Ja? Ja. So. Wir haben quasi schon gesehen, ja, diese Ausformung mit den Göttern und so, wo wir hatten, die lässt sich nicht halten. Die wird untergehen. Ist eine Endlichkeit und keine Unendlichkeit. Ist eine Endlichkeit und keine Unendlichkeit. Und was die Ragnarök auch sagt, in der Edda, ja, dass in der Endzeit ein jeder gegen jeden streiten wird. Das heißt, Beilzeit ist's, Schwertzeit ist's, Bruder gegen Bruder. Mhm. Schwerter klirren, Schilde bersten. Ja, mhm. Jeder gegen jeden. Mhm. Genau das erleben wir. Ja. Und da gibt es ein Bild. Odin reitet über Nordland. Ja, da sieht man den Odin auf Sleipnir, auf dem achtbeinigen Pferd, mit den Walküren und den Kriegern, ja, reitet er über das nordische Land. Ja. Ja, und die Walküren reißen ziemlich derb die gefallenen Krieger nach oben. Ja. Und ich habe dieses Bild in einer Vision einmal gesehen, die mir Gott gezeigt hat, auf was ich achten soll. Da waren Wolken, ja, und Licht hinter dem Odin. Ja. Und ganz hinten, auf der gleichen Höhe wie der Odin, hinter einer Wolke versteckt, habe ich den Fenriswolf gesehen. Mhm. Aber ganz bedrohlich als Werwolf. Das heißt nicht als ein Tier, als ein Wolf aus der Natur, sondern als Werwolf. Mhm. Als ein Wolfsmann. Ja? Mhm. Ganz bedrohlich. Mhm. Ich hatte wirklich Angst, als ich das gesehen habe. Ja. Und der steht für das Chaos und für den Tod. Mhm. Und du siehst, der ist auf der gleichen Höhe wie der Odin, wie dieser Kriegsgott. Ja. Weil auf dem Bild ist es der Kriegsgott, nicht der große Geist der Schöpfer. Mhm. Du siehst also, mit Beginn dieses Kultes stand schon sein Ende fest. Ja. Auf einer gleichen Linie. Mhm. Weil es ist nämlich nichts anderes als die Naturbeobachtung der Sonnen- und Nachtangleichung. Ja? Mhm. Du sollst immer das Gleichgewicht in der Natur halten. Ja? Das ist aber nicht möglich. Ja? Die Sonne geht irgendwann unter und dann hast du die Nacht. Ja. Und du kannst Licht und Schatten oder Sonne und Tag oder Helligkeit und Tag kannst du nicht vergöttlichen. Du kannst da keine Gottheit draus machen. Du kannst keinen Gott des Lichtes machen und dann gleichzeitig ein Gott der Finsternis. Das geht nicht. Mhm. Ja? Mhm. Und die Slawen zum Beispiel haben auch diesen Fehler gemacht. Da gab es einen Dasbog und einen Tschernibog. Und der Dasbog war der Gott des Lichts und der Tschernibog war der Gott der Finsternis. Und die waren gleichberechtigt. Das gleiche mit den Zarathustriern, mit diesem Gott, wo die angenommen haben, Ahura Mazda, der Gott des Lichtes, und dann Angra Manju oder Ahriman, der Gott der Finsternis. Da sieht man wieder Licht, Schatten, Hell, Dunkel als gleichberechtigte Prinzipien. Das ist aber nicht richtig. Es sind Naturbeobachtungen. Und wie wir wissen, geht ja die Sonne gar nicht unter.
sondern wir drehen uns nur weg. Ja? Das heißt, es sind einfach antike Naturbeobachtungen, die sind falsch. Und die hat man irgendwann mal vergöttlicht. Und das ist einfach falsch. Mhm. Deswegen ist diese alte Naturreligion ist einfach so nicht richtig. Mhm. Die ist inzwischen wissenschaftlich widerlegt. Die ist durch den christlichen Glauben komplett widerlegt, weil Gott ist Licht und erkennt keine Finsternis. Ja, richtig. Ja? Mhm. So, ganz einfach. Wunderschön und dann, erklärt. Ja, dann kann man das einfach auch mal ablegen, ja? Richtig. Und sich damit trösten, dass der ursprüngliche Odin was mit unserem Schöpfer zu tun hat, weil das ist der große Geist gewesen, ja, mit drei wundervollen Eigenschaften. Und da kann man doch endlich Frieden machen. Endlich eigentlich, ja. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich denke, es gibt genug Leute, die verdrängen dann schon wieder und sagen sie, ich halte an dem alten Irrglauben fest. Ja, die ewig gestrigen, ewig unverbesserlichen. Die muss man dann halt auch sein lassen. Die müssen dann halt auch irgendwann mal erfahren, auf welches Pferd sie gesetzt haben und ob das richtig war. Das müssen sie dann halt auch irgendwann selbst erfahren. Ja. Wir wollen die Menschen einladen, dazu einfach Frieden mit ihrem Schöpfer zu machen und sich zu versöhnen. Sich mit ihrem Schöpfer zu versöhnen, weil da wartet er drauf. Ja. Und dann versöhnen wir uns gegenseitig. Ja. Und dann haben wir Liebe. Ja. Liebe ist nämlich auch Versöhnung. Mit allen, die diese Versöhnung annehmen und leben wollen. Und dann begraben wir das Kriegsbeil. Und dann hört diese Hetze auf von gewissen Leuten, die meinen, uns immer aufeinanderhetzen zu müssen. Ja, Odin, der am Weltenbaum hängt. Wunderschön. Da fällt mir die Therese von Konnersreuth ein. Mhm. Wo man eigentlich gar nicht auf dem Plan hat. Ne? Eigentlich nicht. Nee. Nein, nicht wirklich, gell? Ich bin jetzt nochmal ganz interessiert, was du dazu so sagen hast. Ja, also Therese von Konnersreuth hatte Visionen. Mhm. Ja, da gab es großes Interesse an dieser Person in den 30er Jahren. Mhm. Da kamen auch Fernsehteams, haben das aufgenommen, während sie ihre Vision gehabt hat. Das war ihr eigentlich gar nicht recht, gell? Aber ich denke, sie hat es gemacht, um die Menschen einfach wieder zum Glauben an Gott, an Jesus, an den Heiligen Geist zurückzuführen. Mhm. Sie selber eine ganz geerdete, bodenständige Frau, immer auf dem Land als Bäuerin gearbeitet, war 6 Jahre krank, bettlägerig. Während dieser Zeit hat sie ihre Vision gehabt. Danach hat sie wieder Gesundheit gefunden. Mhm. Sie hat ja um Heilung gebeten, Gott hat sie geheilt. Und dann hat sie wieder ganz normal auf dem Land weitergearbeitet, hat aber immer noch Visionen bekommen, hat sehr vielen Menschen geholfen. Sogar 1945, als die Amerikaner gekommen sind und auch nach Konnersreuth gekommen sind, sie haben viele schon über die Bescheid gewusst. Mhm. Ja? Und also christliche Amerikaner, die sind ja nicht unsere Feinde, ne? Die sind zu ihr hingegangen, wollten die einfach kennenlernen. Da gibt es ein schönes Foto, wo sie mit den Amerikanern drauf ist, ja? Mit, wie gesagt, gläubigen Amerikanern, ja? Die sich wahrscheinlich auch nicht daneben benommen haben. Mhm. Ne? Weil, wie gesagt, war nicht. Viele Amerikaner haben den Deutschen auch geholfen. Dann gab es natürlich die Drecksäcke, die mordend und vergewaltigend und plündernd durch Deutschland gezogen sind und gemeint haben, jetzt können wir es denen, die uns so lange bittersten Widerstand geleistet haben, die noch so viel von uns mitgenommen haben. Ja. Jetzt können wir uns an denen rächen. Jetzt sind sie militärisch, liegen sie da nieder, jetzt können wir uns rächen und so. Das ist feige und dreckig. Ja. Da gab es aber auch Anständige, die Brot verteilt haben, Schokolade verteilt haben, die Kinder geknuddelt haben und so. Die gab es auch, das muss man doch einfach erwähnen. Ne? Okay, nochmal auf die Therese zurückzukommen. Die hat Visionen gehabt, zum Beispiel eine Vision hat sie vom Areopag gehabt. Haben wir ja schon besprochen, haben sich die griechischen Philosophen getroffen. Mhm. Und da hat sie gesehen, wie der Jünger, der Lieblingsjünger von Jesus, der Johannes, ja, ein sehr starker Mann, ist hochvergeistigt, ja, der ist ja nach Griechenland. War dann ein Apostel der Griechen. Mhm. Wurde auf Betreiben der Elite nach Patmos verbannt, konnte dort aber ein hohes Alter erreichen, hat da auch die Apokalypse bekommen und hat die dann auf der Insel Patmos aufgeschrieben. Mhm. Auf jeden Fall hat er sehr viele Griechen zum Glauben gebracht, ja, weil die ja schon diesen unbekannten Gott geahnt haben und ja auch ein Denkmal gebaut haben auf dem Areopag. Und auch der Johannes hat sich wie Paulus auf dem Areopag auf diesen unbekannten Gott bezogen, ja, wo ihnen noch nicht bekannt war. Ja. Ja. Er hat gesagt, dieser Gott ist Fleisch geworden, ja, durch Jesus Christus, und hat unter uns gelebt und hat ihnen die Geschichte erzählt. Ja. Und die waren sehr interessiert, die griechischen Philosophen. Mhm. Und die waren der spannendste Punkt für die war, wie kann jemand von den Toten auferstehen? Mhm. Das haben wir noch nie gehört. Ja. Und dann hat die Therese tatsächlich gesehen, wie der Johannes nämlich einen Toten hat auferweckt.
Hat nämlich nicht Jesus zu seinen Jüngern gesagt, heilt Kranke in meinem Namen, weckt Tote wieder zum Leben auf. Wir haben wirklich den Toten geholt und der Johannes hat seine Hand über den gelegt, hat im Namen Jesu Christi diesem Toten befohlen, wieder aufzustehen. Und er ist wieder auferstanden. Und die Philosophen haben begeistert gebrüllt, erlebt, erlebt. Ja, und da sind viele dann zum Glauben gekommen. Oder wie kann man so ein großes Kulturvolk wie die Griechen zum Glauben bewegen, sind jetzt auch zwangsmissioniert worden. Da ist nichts drüber bekannt. Da gab es keine Zwangsmissionierung. Der Johannes hat die Philosophen, die großen, großartigen, vergeistigten griechischen Philosophen überzeugt, in der Tat überzeugt. Ja? Natürlich gab es immer noch welche, die waren dagegen, haben ihm Schwierigkeiten gemacht. Aber dann ist das griechische Volk zum Christentum gewechselt. Ja. Ganz friedlich. Ja. Zum Beispiel auch die Slawen, die sind auch nicht zwangsmissioniert worden. Die können sich nämlich noch an ihre Apostel erinnern. Das waren zwei Griechen, Kyrill und Method. Ja? Von denen stammt ja auch die kyrillische Schrift. Ja? Also die haben diese kyrillische Schrift den Slawen beigebracht. Ja? Kyrill und Method. Ja. Ja? Da ist nichts von einer Zwangsmissionierung bekannt. Ja? Die gab es nicht. Zumindest nicht bei den Slawen im dortigen Raum. Ja. Dass die katholische Kirche oben in Polen oder bei den Niederlausitzer Serben so etwas gemacht hat, ja, das ist bekannt. Das hat stattgefunden. Es war aber auch eine Adaption des heidnischen Rechtes, dass man Sklaven halten darf. Natürlich, die katholische Kirche hat ja viel übernommen aus dem heidnischen Strafrecht. Oder aus dem heidnischen Recht zum Beispiel jemanden zu verbrennen oder dieses Inquisitions-Foltergeständnis-Erpressung. Das ist auch heidnisches Strafrecht, weil den Feuertod als Strafe gab es auch bei den Germanen, bei den Kelten, wie wir ja gelernt haben. Ne? Die Kelten mit ihrem Wicker Man. Ne? Ja, ja, ja. Kann man im Evangelium nicht nachlesen, dass Jesus so etwas sagt. Wir wissen, im Alten Testament hat es Gott auch nicht empfohlen. Das sind ja diese Zusätze dieser Elite. Das haben wir in einem älteren Video besprochen. Da kann man wieder eins und eins zusammenzählen, warum die katholische Kirche das gemacht hat. Die kann sich nicht auf Jesus berufen. Die kann sich nicht auf Jesus Christus berufen und auch nicht auf Jehova. Weil das ein und dasselbe. Damit haben wir das auch geklärt. Alles klar. Ja. So, Therese von Kondorsreuth hat großartige Visionen gehabt. Dann hat die tatsächlich auch eine Vision von der Kreuzigung gehabt. Und die hat das Kreuz ganz anders beschrieben. Die hat gesagt, es war nicht ein vertikaler und horizontaler Balken, sondern es war ein vertikaler Balken. Und zwei zur Seite hinausstehende Balken, sodass er dann quasi seine Arme nach oben hatte. Und jetzt halte ich fest. Also zwischen waagerecht und senkrecht. Ja, dieses Kreuz sah aus wie das Y. Ja. So hat sie das beschrieben, wie das Y. Und jetzt halte ich fest, das ist die altgermanische Mahnrune. Krass, gell? Das ist krass. Ja. Und die wird auch als Lebensrune bezeichnet, als Geist, als Mensch oder Geistmensch, die Rune des Geistmenschen. Ja, verstehe. Als Lebensbaum, als Vollendung. Die Verbindung zwischen Mensch und Himmel, die Vergeistigung eines Menschen. Die Verbindung zwischen Geist, Menschen und seinem Schöpfer. Dafür steht die Mahnrune. Und ich finde es absolut spannend, weil die hat ja auch die Form eines Ys. Und das Y steht auch für das Y-Chromosom, ja, wo als das übernatürliche Chromosom bezeichnet wird. Da gibt es ganz spannende Querverweise. Ja? Und es gibt eine Legende der Kreuzritter, ja? Der Tempelritter, ja? Die besagt, dass das Holz des Kreuzes, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, dass das Holz sei vom alten Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der damals im Paradies gestanden hat. Das ist doch krass, oder? Ja. Allerdings. Und dieser Baum der Erkenntnis ist Yggdrasil. Das ist die Weltesche. Weil Yggdrasil ist nicht der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens ist geistig. Ja. Das ist der Schatten des Baum des Lebens. Ja? Und dann, wenn das stimmt, ja, dann ist es so, dass Odin am Weltenbaume an Yggdrasil gehangen ist.
an der Mahnrune. Ja, richtig. Um den Menschen wieder mit seinem Schöpfer zu verbinden, um den Menschen wieder ins Geistige zu führen. Ist das nicht gewaltig? Es ist der Hammer. Also das finde ich absolut gewaltig. Ja? Und da sieht man auch diese Verbindung zum Ahnenerbe. Ja. Die starke Verbindung. Natürlich. Ja. Die alten Germanen haben ja gesagt, irgendwann wird die Yggdrasil fallen. Ja. Da gibt es ja die Bezeichnung Fallen Yggdrasil, gefallene Yggdrasil. Mhm. Dieser Baum wird irgendwann mal fallen, haben die gesagt. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist ja genau passiert. Ja, wenn es das Holz ist, wurde der Baum gefällt. Ja, oder er ist gefallen. Natürlich. Und man konnte dieses Holz archivieren, weil die wahrscheinlich gewusst haben, die Menschen, die das gemacht haben, was für ein Holz das ist. Mhm, und es wurde auf irgendeinem Weg nach Jerusalem gebracht und für diesen speziellen Zweck aufgehoben, was ich ungeheuerlich finde. Ja, das finde ich absolut ungeheuerlich. Yeah. Ja, dadurch ist ganz klar, Jesus ist Odin, der am Lebensbaum hängt, der am Weltenbaum hängt. Ja, ja, und wieder den Lebensbaum in den Menschen lebendig macht. Ja. Womit du natürlich jetzt nicht sagen willst, dass Odin Jesus ist. Ne? In der alten Deutung ist es. In der neuen nicht. In der neuen nicht. Mhm. Nein, also dieser Kriegsgott hat mit dem nichts zu tun. Aber dieser alte, das meine ich, von dem wir gesprochen haben, dieser Schöpfergeist, dieser ewige Geist, so wie ihn die Urgermanen ja wahrgenommen haben, den einen Gott, als ewigen Schöpfergeist. Richtig. Der ist es. Ja. Der ja. ist es. Ja, ja, ja. Weil das ist der Gott ist ja der ewige Geist, der ewige Geist und die ewige Liebe und das ewige Licht, der dreieinige Gott. Das ist so. Ja. Und ich finde es einfach gewaltig. Ich finde das gewaltig. Ich muss jetzt gerade so denken, irgendwie ist das die Erklärung, warum wir Deutsche immer einen auf die Schnauze kriegen. Warum? Wie das? Weil es da so speziell gegen uns geht. Weil man Verbindungen sieht. Ja, ja. Geistige Verbindungen, ja, hochgeistige. Und deswegen werden wir total angegriffen, weil man nicht zulassen will, dass das deutsche Volk zur Besinnung kommt, dass es wieder seine Geistesgaben nutzt. Natürlich. Ja, und deswegen soll man uns seinen Schach halten. Man hat Angst vor uns. Ja. Man hat Angst, dass dieses Licht, dass dieses Feuer wieder aufbricht. Ja, muss so sein. Ja, weil dann ist der Deutsche auch bereit, große Opfer zu bringen. Dann ist das Feuer des Idealismus wieder im Deutschen. Ja. Und dann ist er kühn. Mhm. Dann ist er gefährlich. Ja, wen soll er denn noch, von wem soll er Angst haben? Hat doch Bismarck gesagt, wenn der Deutsche zusammenhält, schlägt er sogar den Teufel aus der Hölle. Ja. Und er hat auch gesagt, wir Deutschen fürchten nicht, wir fürchten Gott allein und nicht einmal den Teufel. Ja. Er hat gesagt, wir fürchten den Teufel nicht, nur Gott allein, hat auch Bismarck gesagt. Mhm. Auch ein geflügeltes Wort in den deutschen Sprachschatz eingegangen. Ja, wohl dem, der das doch kennt. Genau. Ja, komme ich noch zurück zum Blitzschleudern. Ja. Die Gottheit, die Blitze schleudert, Zeus, Odin und so. Das ist auch eine Erinnerung daran, dass der wahre Allvater, der ewige Geist, dass der schon mal auch einen Blitz schleudern kann. Die können sich nämlich noch an ihre Apostel erinnern. Das waren zwei Griechen, Kyrill und Method. Ja? Von denen stammt ja auch die kyrillische Schrift. Also die haben diese kyrillische Schrift den Slawen beigebracht, Kyrill und Method. Ja. Ja? Da ist nichts von der Zwangsmissionierung bekannt. Ja, die gab es nicht. Zumindest nicht bei den Slawen im dortigen Raum. Ja, dass die katholische Kirche oben in Polen oder bei den Niederlausitzer Serben so etwas gemacht hat, ja, das ist bekannt. Das hat stattgefunden. Es war aber auch eine Adaption des heidnischen Rechtes, dass man Sklaven halten darf. Natürlich, die katholische Kirche hat da viel übernommen aus dem heidnischen Strafrecht. Oder aus dem heidnischen Recht zum Beispiel jemanden zu verbrennen oder dieses Inquisitions-Foltergeständnis-Erpressung, das ist auch heidnisches Strafrecht. Mhm. Weil den Feuertod als Strafe gab es auch bei den Germanen, bei den Kelten, wie wir ja gelernt haben. Mhm. Ne? Mhm. Kelten mit ihrem Wicker Man. Ne? Ja, ja, ja. Kann man im Evangelium nicht nachlesen, dass Jesus so etwas sagt. Wir wissen, im Alten Testament hat es Gott auch nicht empfohlen. Das sind ja diese Zusätze dieser Elite. Das haben wir in einem älteren Video besprochen. Mhm. Da kann man wieder eins und eins zusammenzählen, warum die katholische Kirche das gemacht hat. Die kann sich nicht auf Jesus berufen. Die kann sich nicht auf Jesus Christus berufen und auch nicht auf Jehova. Weil das ein und dasselbe. Damit haben wir das auch geklärt. Alles klar. Ja. So, Therese von Condorcet hat großartige Visionen gehabt. Dann hat die tatsächlich auch eine Vision von der Kreuzigung gehabt. Mhm. Und die hat das Kreuz ganz anders beschrieben. Die hat gesagt, es war nicht ein vertikaler und horizontaler Balken, sondern es war ein vertikaler Balken. Und
zwei zur Seite hinausstehende Balken, sodass er dann quasi seine Arme nach oben hatte. Mhm, ja? Und jetzt halte ich fest. Also zwischen waagerecht und senkrecht. Ja, dieses Kreuz sah aus wie die, wie das Y. Ja. So hat sie das beschrieben, wie das Y. Mhm. Und jetzt halte ich fest, das ist die altgermanische Mahnrune. Krass, gell? Das ist krass. Ja. Und die wird auch als Lebensrune bezeichnet, als Geist, als Mensch oder Geistmensch, die Rune des Geistmenschen. Ja, verstehe. Als Lebensbaum, als Vollendung. Mhm. Die Verbindung zwischen Mensch und Himmel, die Vergeistigung eines Menschen. Die Verbindung zwischen Geist, Menschen und seinem Schöpfer. Dafür steht die Mahnrune. Mhm. Und ich finde es absolut spannend, weil die hat ja auch die Form eines Ys. Und das Y steht auch, oder Helligkeit und Tag kannst du nicht vergöttlichen. Du kannst da keine Gottheit draus machen. Du kannst keinen Gott des Lichtes machen und dann gleichzeitig ein Gott der Finsternis. Das geht nicht. Mhm. Ja? Mhm. Und die Slawen zum Beispiel haben auch diesen Fehler gemacht. Da gab es einen Dasbog und einen Tschernibog. Und der Dasbog war der Gott des Lichts und der Tschernibog war der Gott der Finsternis. Und die waren gleichberechtigt. Das gleiche mit den Zarathustriern, mit diesem Gott, wo die angenommen haben, Ahura Mazda, der Gott des Lichtes, und dann Angra Manju oder Ahriman, der Gott der Finsternis. Da sieht man wieder Licht, Schatten, Hell, Dunkel als gleichberechtigte Prinzipien. Das ist aber nicht richtig. Ja. Es sind Naturbeobachtungen. Und wie wir wissen, geht ja die Sonne gar nicht unter, sondern wir drehen uns nur weg. Ja? Das heißt, es sind einfach antike Naturbeobachtungen, die sind falsch. Und die hat man irgendwann mal vergöttlicht. Und das ist einfach falsch. Mhm. Deswegen ist diese alte Naturreligion ist einfach so nicht richtig. Mhm. Die ist inzwischen wissenschaftlich widerlegt. Die ist durch den christlichen Glauben komplett widerlegt, weil Gott ist Licht und erkennt keine Finsternis. Ja, richtig. Ja? Mhm. So, ganz einfach. Wunderschön erklärt. Ja, dann kann man das einfach auch mal ablegen, ja? Richtig. Und sich damit trösten, dass der ursprüngliche Odin was mit unserem Schöpfer zu tun hat, weil das ist der große Geist gewesen mit drei wundervollen Eigenschaften. Und da kann man doch endlich Frieden machen. Endlich eigentlich, ja. Ja, ja, ja. Ja. Aber ich denke, es gibt genug Leute, die verdrängen dann schon wieder und sagen sie, ich halte an dem alten Irrglauben fest. Ja, die ewig gestrigen, ewig unverbesserlichen. Die muss man dann halt auch sein lassen. Die müssen dann halt auch irgendwann mal erfahren, auf welches Pferd sie gesetzt haben und ob das richtig war. Das müssen sie dann halt auch irgendwann selbst erfahren. Ja. Wir wollen die Menschen einladen, dazu einfach Frieden mit ihrem Schöpfer zu machen und sich zu versöhnen. Sich mit ihrem Schöpfer zu versöhnen, weil er wartet da drauf. Ja. Und dann versöhnen wir uns gegenseitig. Ja. Und dann haben wir Liebe. Ja. Liebe ist nämlich auch Versöhnung. Mit allen, die diese Versöhnung annehmen und leben wollen. Und dann begraben wir das Kriegsbeil. Und dann hört diese Hetze auf von gewissen Leuten, die meinen, uns immer aufeinanderhetzen zu müssen. Ja, Odin, der am Weltenbaum hängt. Wunderschön. Da fällt mir die Therese von Konnersreuth ein. Mhm. Wo man eigentlich gar nicht auf dem Plan hat. Ne? Eigentlich nicht. Nee. Nein, nicht wirklich, gell? Ich bin jetzt noch mal ganz interessiert, was du dazu so sagen hast. Ja, also Therese von Konnersreuth hatte Visionen. Mhm. Ja, da gab es großes Interesse an dieser Person in den 30er Jahren. Mhm. Da kam auch Fernsehteam. Der ist ja nach Griechenland, war dann ein Apostel der Griechen. Mhm. Wurde auf Betreiben der Elite nach Patmos verbannt. Konnte dort aber ein hohes Alter erreichen, hat da auch die Apokalypse bekommen und hat die dann auf der Insel Patmos aufgeschrieben. Mhm. Auf jeden Fall hat er sehr viele Griechen zum Glauben gebracht, ja, weil die ja schon diesen unbekannten Gott geahnt haben und ja auch ein Denkmal gebaut haben auf dem Areopag. Mhm. Und auch der Johannes hat sich wie Paulus auf dem Areopag auf diesen unbekannten Gott bezogen, wo ihnen noch nicht bekannt war. Ja. Ja. Er hat gesagt, dieser Gott ist Fleisch geworden durch Jesus Christus und hat unter uns gelebt und hat ihnen die Geschichte erzählt. Ja. Und die waren sehr interessiert, die griechischen Philosophen. Mhm. Und die waren
der spannendste Punkt für die war, wie kann jemand von den Toten auferstehen? Das haben wir noch nie gehört. Ja. Und dann hat die Theresa tatsächlich gesehen, wie der Johannes nämlich einen Toten hat auferweckt. Hat nämlich nicht Jesus zu seinen Jüngern gesagt, heilt Kranke in meinem Namen, weckt Tote wieder zum Leben auf. Wir haben wirklich den Toten geholt und der Johannes hat seine Hand über den gelegt, hat im Namen Jesu Christi diesem Toten befohlen, wieder aufzustehen. Und der ist wieder auferstanden. Und die Philosophen haben begeistert gebrüllt, erlebt, erlebt. Ja, und da sind viele dann zum Glauben gekommen. Oder wie kann man so ein großes Kulturvolk wie die Griechen zum Glauben bewegen, sind jetzt auch zwangsmissioniert worden. Da ist nichts drüber bekannt. Da gab es keine Zwangsmissionierung. Der Johannes hat die Philosophen, die großen, großartigen, vergeistigten griechischen Philosophen überzeugt, in der Tat überzeugt. Ja? Natürlich gab es immer noch welche, die waren dagegen, haben ihm Schwierigkeiten gemacht. Aber dann ist das griechische Volk zum Christentum gewechselt. Ja. Ganz friedlich. Ja. Zum Beispiel auch die Slawen, die sind auch nicht zwangsmissioniert worden. Die können sich nämlich noch an ihre Apostel erinnern. Das waren zwei Griechen, Kyrill und Method. Ja? Von denen stammt ja auch die kyrillische Schrift. Ja? Also die haben diese kyrillische Schrift den Slawen beigebracht. Ja? Kyrill und Method. Ja. Ja? Da ist nichts von einer Zwangsmissionierung bekannt. Ja? Die gab es nicht. Zumindest nicht bei den Slawen im dortigen Raum. Ja. Dass die katholische Kirche oben in Polen oder bei den Niederlausitzer Serben so etwas gemacht hat, ja, das ist bekannt. Das hat stattgefunden. Es war aber auch eine Adaption des heidnischen Rechtes, dass man Sklaven halten darf. Natürlich, die katholische Kirche hat da viel übernommen aus dem heidnischen Strafrecht. Oder aus dem heidnischen Recht zum Beispiel jemanden zu verbrennen oder dieses Inquisitions-Foltergeständnis-Erpressung. Das ist auch heidnisches Strafrecht, weil den Feuertod als Strafe gab es auch bei den Germanen, bei den Kelten, wie wir ja gelernt haben. Ne? Kelten mit ihrem Wicker Man. Ne? Ja, ja, ja. Kann man im Evangelium nicht nachlesen, dass Jesus so etwas sagt. Wir wissen, im Alten Testament hat es Gott auch nicht empfohlen. Das sind ja diese Zusätze dieser Elite. Das haben wir in einem älteren Video besprochen. Von einer anderen Geschichte. Ne? Ja, ja. Und die Runen sind... Auch die Menschen. Die Menschen sind diese geheimnisvollen Zeichen. Jeder ist ein Geheimnis für sich. König Ludwig hat gesagt, ein ewig Geheimnis möchte ich sein. Ja. Und es ist sehr spannend. Also alles geht unter, nur die Liebe bleibt. Und die alten Germanen haben ja, ehrlich wie sie gewesen sind, selbst in diesem Kult, in diesem Kriegerkult, waren sehr viele ehrlich. Ne? Man kann ja auch nichts dafür, wenn man da reingeboren wird. Ja. Manch einer hat trotzdem da drin nach der Wahrheit gesucht, hat immer wieder den großen Geist erreichen können. Ja. Ja. So. Wir haben quasi schon gesehen, ja, diese Ausformung mit den Göttern und so, wo wir hatten, die lässt sich nicht halten. Die wird untergehen. Das ist eine Endlichkeit und keine Unendlichkeit. Und was die Ragnarök auch sagt in der Edda, ja, dass in der Endzeit ein jeder gegen jeden streiten wird. Das heißt, Beilzeit ist's, Schwertzeit ist's, Bruder gegen Bruder. Schwerter klirren, Schilde bersten. Ja? Jeder gegen jeden. Genau das erleben wir. Ja. Und da gibt es ein Bild. Odin reitet über Nordland. Ja? Da sieht man den Odin auf Sleipnir, auf dem achtbeinigen Pferd, mit den Walküren und den Kriegern. Ja, reitet er über das nordische Land. Ja. Ja, und die Walküren reißen ziemlich derb die gefallenen Krieger nach oben. Ja. Und ich habe dieses Bild in einer Vision einmal gesehen, die mir Gott gezeigt hat, auf was ich achten soll. Da waren Wolken, ja, und Licht hinter dem Odin. Ja. Und ganz hinten, auf der gleichen Höhe wie der Odin, hinter einer Wolke versteckt, habe ich den Fenriswolf gesehen. Aber ganz bedrohlich als Werwolf. Das heißt, nicht als ein Tier, als ein Wolf aus der Natur, sondern als Werwolf, als ein Wolfsmann. Ja? Ganz bedrohlich. Ich hatte wirklich Angst, als ich das gesehen habe. Ja. Und der steht für das Chaos und für den Tod. Und du siehst, der ist auf der gleichen Höhe wie der Odin, wie dieser Kriegsgott. Ja. Weil auf dem Bild ist es der Kriegsgott, nicht der große Geist der Schöpfer. Du siehst also, mit Beginn dieses Kultes stand schon sein Ende fest. Ja. Auf einer gleichen Linie. Weil es ist nämlich nichts anderes als die Naturbeobachtung der Sonnen- und Nachtangleichung. Ja? Du sollst immer das Gleichgewicht in der Natur halten. Ja? Das ist aber nicht möglich. Ja? Die Sonne geht irgendwann unter
und dann hast du die Nacht. Ja? Mhm. Und du kannst Licht und Schatten oder Sonne und Tag oder Helligkeit und Tag kannst du nicht vergöttlichen. Du kannst da keine Gottheit draus machen. Du kannst keinen Gott des Lichtes machen und dann gleichzeitig ein Gott der Finsternis. Das geht nicht. Mhm. Ja? Mhm. Und die Slawen zum Beispiel haben auch diesen Fehler gemacht. Krass, gell? Das ist krass. Ja. Und die wird auch als Lebensrune bezeichnet, als Geist, als Mensch oder Geistmensch, die Rune des Geistmenschen. Ja, verstehe. Als Lebensbaum, als Vollendung. Mhm. Die Verbindung zwischen Mensch und Himmel, die Vergeistigung eines Menschen. Die Verbindung zwischen Geist, Menschen und seinem Schöpfer. Dafür steht die Mahnrune. Mhm. Und ich finde es absolut spannend, weil die hat ja auch die Form eines Ys. Und das Y steht auch für das Y-Chromosom, ja, wo als das übernatürliche Chromosom bezeichnet wird. Da gibt es ganz spannende Querverweise. Ja? Und es gibt eine Legende der Kreuzritter, ja, der Tempelritter, ja, die besagt, dass das Holz des Kreuzes, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, dass das Holz sei vom alten Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der damals im Paradies gestanden hat. Das ist doch krass, oder? Ja, allerdings. Und dieser Baum der Erkenntnis ist Yggdrasil, das ist die Weltesche. Weil Yggdrasil ist nicht der Baum des Lebens, der Baum des Lebens ist geistig, es ist der Schatten des Baumes des Lebens. Ja? Und dann, wenn das stimmt, dann ist es so, dass Odin am Weltenbaume an Yggdrasil gehangen ist, an der Mahnrune. Ja, richtig. Um den Menschen wieder mit seinem Schöpfer zu verbinden, um den Menschen wieder ins Geistige zu führen. Ist das nicht gewaltig? Es ist der Hammer. Also das finde ich absolut gewaltig. Ja. Und da sieht man auch diese Verbindung zum Ahnenerbe. Ja. Die starke Verbindung. Natürlich. Ja. Die alten Germanen haben ja gesagt, irgendwann wird die Yggdrasil fallen. Ja. Da gibt es ja die Bezeichnung Fallen Yggdrasil. Gefallene Yggdrasil. Mhm. Dieser Baum wird irgendwann mal fallen, haben die gesagt. Ja. Und das ist ja genau passiert. Ja, wenn das Holz ist, wurde der Baum gefällt. Ja, oder er ist gefallen. Und man konnte dieses Holz archivieren. Weil die wahrscheinlich gewusst haben, die Menschen, die das gemacht haben, was von Holz das ist. Mhm, und es wurde auf irgendeinem Weg nach Jerusalem gebracht. Mhm. Und für diesen speziellen Zweck aufgehoben. Mhm. Was ich ungeheuerlich finde. Ja, das finde ich absolut ungeheuerlich. Yeah. Ja, dadurch ist ganz klar, Jesus ist Odin, der am Lebensbaum hängt, der am Weltenbaum hängt. Ja, ja, und wieder den Lebensbaum in den Menschen lebendig. Ja, wir haben da schon viel besprochen. Kurz wollen wir noch den Vorwurf der Zwangsmissionierungen beleuchten. Mhm. Das kann man auch nachweisen, dass es so nicht richtig ist. Die ersten Missionare, das sind meistens einfache, begeisterte Menschen oder auch Mönche gewesen, die dann unter Einsatz ihres Lebens zu den Kelten und zu den Germanen gegangen sind und denen von Jesus Christus erzählt haben, also vom neuen Glauben. Ja? Und die Vergeistigteren unter den Germanen haben da erkannt, das muss Odin, der am Weltenbaum hängt, sein. Mhm, mh. Verwundet von Gungnirs Speer. Jesus ist von der Lanze des Longinus in der Seite verwundet worden. Ja. Da haben viele eine Übereinstimmung gesehen. Und die Nornen, die weißen Frauen der Nordvölker, die Runen gelegt haben, die haben ja auch gesagt, irgendwann wird Odin am Weltenbaume hängen. Ja? Mhm. Verwundet von Gungnir Speer. 3 Tage und 3 Nächte. Wie wir wissen, ist Jesus in 3 Tagen wieder auferstanden. Die haben also gewusst, dass der große Schöpfer irgendwann mal Mensch werden wird. Ja. Noch innerhalb dieser negativen Degeneration, die sich ja durch den Götterkult abgespielt hat, haben die das durchgesehen. Ja? Weil es ja auch zu dieser Zeit immer wieder große vergeistigte Menschen gegeben hat, ja, unter den Nordvölkern. Ja? Mhm.
Das ist sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, die ersten Missionare, das sind einfache Menschen gewesen, die da auch einzeln oft dahin gegangen sind. Ja, zum Beispiel die Brutzen missioniert haben. Das einer hat die Brutzen missioniert und der hat dann auch Menschen gefunden, die haben ihm geglaubt, aber wurde letztlich dann auch getötet. Ne? Also viele sind von denen getötet worden. Ja. Diejenigen, die umgebracht worden sind, sind auch oftmals die Missionare gewesen. Ja, und das waren dann Märtyrer, das waren so mit die ersten Märtyrer der neu entstandenen Kirche. Man verwechselt das immer mit den Spaniern im Aztekenreich, wo dann quasi alles niedergemetzelt wurde, was sich nicht diesem christlichen Glauben hingegeben hat, wo Zwangstaufen vonstatten gingen und so. Ne? Das muss man auch relativieren, weil die wollten, das war wiederum die viele Adlige, die der Elite angehörten. Mhm. Wie wir wissen, gab es in Spanien oder gibt es in Spanien auch eine okkulte Elite. Mhm. Es gab ja, gibt ja diesen Bock von Mendes, wo nichts anderes als diesen Baphomet darstellt, wo sich eine spanische Okkultistenschule sehr groß darin hervorgetan hat, die baphometische okkulte Logenreligion zu unterrichten. Aha. Ja, und die haben dann auch diese Symbole da, diese schwarze Rose und Übergang in eine andere Welt. Und ich fand das sehr erstaunlich, was du eben sagtest, das wusste ich noch gar nicht, dass im ursprünglichen germanischen Glauben das auch vorherrschte, dass man, also eins zu eins, bevor es verändert wurde. Genau. Und da habe ich auch von Gott dieses Bild gekriegt, dass viele Frauen diese Kriegsgottstatue Odin Wotan in seiner schlechten Interpretation als Kriegsgott, die haben die wirklich umgestürzt, weil die wollten nicht mehr diese Witwenverbrennung. Und die wollten auch nicht ihre Männer ständig in Kriegszügen aufgerieben sehen. Und die haben den christlichen Glauben willkommen geheißen, weil der einfach friedlich ist, seinem Ursprung. Ja, da ist es ein friedlicher Glaube. Und wir Germanen, Kelten, Slawen sind im Herzen sehr auskömmliche, friedliche Menschen, wenn man uns in Ruhe lässt, wenn man uns nicht aufhetzt. Richtig. Und wir kämpfen nur, wenn unsere Clans, wenn unsere Familien, unsere Liebsten in Gefahr sind. Ja. Nur dann. Und ansonsten vertragen wir uns. Mhm. Und wir sind umgängliche Menschen. Mhm. Es ist einfach so, wenn man uns nicht aufhetzt. Mhm. Aber es gibt bestimmte Elemente, die hetzen uns immer auf und hetzen uns gegenseitig gegeneinander. Mhm. Und das muss beleuchtet werden, wer das ist, was die sind, für was die stehen und warum die das machen. Und so kann man das nämlich irgendwann mal auch beenden. Um nochmal auf Zwangsmissionierungen zurückzukommen, Karl der Große und die Irminsul. Mhm. Ja, da muss man sagen, hätten die Sachsen sich mit dem Karl dem Großen nicht angelegt, würde die heute noch stehen. Falls die jemand vermisst. Ja, also, wie gesagt, ist ja auch Quatsch gewesen im Grunde, die Irminsul. Wurde gesagt, die haben wirklich daran geglaubt, dass es die Yggdrasil ist, dass das der Weltenbaum ist. Mhm. Das war er ja nicht. Mhm. Ja, okay. Aber wie gesagt, da würde heute noch stehen, wenn die Sachsen sich nicht mit dem Karl dem Großen angelegt hätten. Ja, ja. Erzähl die Geschichte, was war da? Oder warte mal, es kann auch sein, dass jemand anderes die gefällt hat. Es kann auch der Bonifaz gewesen sein. Ja. Okay, vielleicht habe ich da was durcheinander gebracht, sorry. Mhm. Gut, auch einfach nochmal Thema Zwangsmissionierungen und Karl der Große. Ja. Okay, wie gesagt, Karl der Große ist ein absolut edler Urahn von uns. Mhm. Ein christlicher Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation. Mhm. Ein ganz großer Mann, der sein Volk geeint hat. Vater Europas wird er genannt. Er hat die ersten Universitäten mitgeschaffen, Krankenhäuser, Bildung auch für das arme Volk. Ja. Und hat auch das Hungern abgestellt. Ja? Er hat dafür gesorgt, dass jeder genug hatte. Mhm. Ein barmherziger Mensch und auch ein großer Krieger, Frankenkaiser. Ne? Mit dem legt man sich besser nicht an, weil der hatte eine sehr starke Armee und war auch selber ein fähiger Krieger. Warum lege ich mich mit dem an? Ja? Die Sachsen haben sich mit dem angelegt. Ja? Und die haben die Grenze überschritten, haben angefangen im Frankenland Klöster zu plündern, zu vergewaltigen, zu morden, zu brandschatzen. Dann ist der Karl der Große mit seiner Armee aus. Die den König bekniet haben, er soll etwas dagegen unternehmen. Das wurde dann auch gemacht. Ja? Als der erste Goldrausch sich gelegt hatte, wurde das ja dann auch gemacht. Ja, die hatten dann auch irgendwann mal Rechte und irgendwann ist es zu dem Volk zusammengewachsen. Ne? Aber wie gesagt, diese Elite hat das quasi heraufbeschworen, das Strafgericht durch die Spanier. Okay? So, bei uns, die ersten Barfüßler, wie gesagt, haben oft ihr Leben gelassen. Ja?
Wer sehr erfolgreich war, war der heilige St. Patrick oder Patrick, der von den Iren sehr verehrt wird, der die Kelten missioniert hat. Da gibt es ja auch einen Zweiteiler, St. Patrick. Der hat sich ja richtige Duelle mit den Magiern dort geliefert, ja, die also schwarze Magie gegen ihn eingesetzt haben. Und er hat immer den Schutz von Gott gehabt. Hat er auch so einen Moses-Stab, den er auch einsetzen konnte, ähnlich wie der Moses. Also ein ganz großartiger Film, den die Kelten heute noch sehr verehren, ja, weil der ihnen die Wahrheit gebracht hat. Und weil das ein ganz frommer, stiller, liebenswürdiger Mensch gewesen ist, der auch Heilungen vollzogen hat, der auch Heilungen gebracht hat und der einfach diesen Kriegskult abgeschafft hat und diese Opfereien, die es auch bei denen gegeben hat. Die haben ja diesen Wicker Man gehabt, diese große Strohpuppe, wo sie in Binsenkörben dann die Opfereien gesteckt haben und dann angezündet haben. Ja. Naja, haben die auch gemacht. Was sagst du so einem Bogus von Buchonia? Ach, was soll ich dazu sagen? Ne? Miraculix fällt mir da ein. Ja, ich denke, das ist jemand, der einfach zu Recht von diesem System die Schnauze voll hat, der sich irgendwo auch wieder zu den Wurzeln zurücksehnt, zurück zur Natur und dann aber meint, dass das Christentum für die Dinge schuld, ja, daran schuld ist. Und das ist natürlich, das denken aber viele, und das ist reiner Quatsch. Ja? Das hat damit nichts zu tun. Ja? Wenn zwei sich schlagen, freut sich der Dritte. So sieht's aus. Und das wird wieder auf Betreiben eines Hintermannes, den man nicht sieht, gemacht. Ne? Weil er, wie gesagt, das Lorbeerwerk auch von der Anderswelt redet. Ja? Und dass man sogar mit den Blumen vorsichtig sein soll, weil da könnten diese Wesen nämlich drin sein. Mhm. Ja? Und wenn man eine Blume oder ein Sträußlein pflückt, dann bringen diese Wesen gern das Opfer, wenn man das seiner Frau schenkt, aus Liebe. Mhm. Ja, wenn man es aber einfach unachtsam aus Zerstörungswut abreißt, ist das eine Sünde schon wieder die Natur. Na? Schöne Gedanken. Ja, daran kann man auch ablesen, was das wahre Christentum mit der Industrialisierung zu tun hat, nämlich gar nichts. So, und das beleuchten wir und machen es kaputt. Es muss zerstört werden, damit die Menschen frei werden und sich vertragen. Endlich wir wollen mehr. Uns versöhnen, wir wollen uns aussöhnen. Darum geht es nämlich. Und ich habe halt das Bild bekommen, viele Frauen haben auch den neuen Glauben angenommen, weil der einfach barmherzig war. Weil sie auch gesehen haben,